Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein, ich bin in der Sackgasse, weil ich nicht springen darf. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Get Down und heute mit einer Challenge, die mir das Herz brechen wird, Freunde. Und zwar die No-Jump-Challenge. Das heißt, ich darf ganz einfach nicht springen und ja, das war's auch schon. Ich darf die Leertaste nicht benutzen und das ist natürlich, ja, für mich als Jump-and-Run-Spieler bricht mir das natürlich das Herz. Ja, springen, das liegt mir im Blut. Das ist das Einzige, was ich kann. Und heute darf ich es nicht tun, Leute. Das tut mir schon ein kleines bisschen im Herzen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mal gucken, vielleicht stellen wir uns doch ganz gut an bei der Challenge. Ich weiß aber schon nicht, dass es wird sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Coinblock kriege oder überhaupt nach unten ankomme oder sonst was. Weil hier, guck mal, oh, ich will die ganze Zeit springen, aber ich darf nicht. Ich glaube, ich hätte springen von der Leertaste am besten noch entfernen sollen. Ah, shit, halbes Herz. Nein, seht ihr den Block? Vielleicht kriege ich den. Oh, ohne springen habe ich, Alter, 236 Tokens ohne springen. GG auf jeden Fall. Schafft man das ohne springen? Nee, ne? Da falle ich wahrscheinlich einfach runter. Ich glaube, ich hätte mir das von der Leertaste runternehmen müssen. Hier, das Springen. Weil mein Daumen ist die ganze Zeit, ah, shit, mein Daumen ist die ganze Zeit so da drüber und will unbedingt springen. Mein Daumen will einfach springen. Ich glaube, wenn ich mit der Challenge fertig bin, werde ich einfach so ganz oft auf der Stelle stehen bleiben und springen. Einfach nur aus Spaß. Einfach nur, weil ich dann wieder springen darf. Einfach die ganze Zeit springen und es ist jemand unten angekommen. Und, oh Gott, nein, ich darf nicht mehr sterben. Oh, halbes Herz. Ich vergesse immer, dass ich jetzt noch Coins verlieren kann, nachdem jemand unten angekommen ist. Ich denke immer erst, ich bin da noch unverwundbar und kann einfach springen, aber man hat da ja noch 5 Sekunden Zeit oder so und ich verkacke das jedes Mal. Ich darf nicht dann noch sterben. Das muss ich mir merken, Leute. Das ist ganz wichtig. Nächstes Modul hier, ich könnte einfach Leute töten, fällt mir gerade ein, ne? Hier, oh! Oh, 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 Coinblock, nice. Okay, ich dachte erst, der nimmt mir den weg, aber nee. Und jetzt ist ja auch schon kein Gegner mehr in der Nähe. Oh, das ist auch ein Coinblock, den würde ich einfach so kriegen, aber ich darf nicht springen, Mann. Was soll denn das? Wo komme ich denn am besten hier hin? Schaffe ich es auf dem Block da? Ich glaube nicht, oder? Ich versuche es einfach mal. YOLO, Leute. Ah, shit. Shit, okay, ich glaube, ich muss einfach echt versuchen, jetzt zum Beispiel ihm hier hinterher zu rennen und den dann einfach runterzukicken. So, pass auf. Oh, da ist sogar ein Coinblock, den... Nein, den hätte ich bekommen, ohne zu springen, aber ich glaube, ich habe ihn gekillt, oder? Yes, plus 11 Coins. Nice, ist hier noch ein Gegner? Nee. Keiner, der sterben will gegen mich, gegen den PvP-King, der nicht mehr springen darf gerade, leider. Das ist ein bisschen blöd. Oh, noch ein Coinblock. Alter, ich krieg mehr Coinblöcke als erwartet ohne Springen. Da komme ich auch hin. Aber ich bleibe jetzt mal nochmal ganz kurz stehen, weil ich regeneriere lieber ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, so eine, ja, so eine Tiefe hier einfach runter zu... Wobei, YOLO, komm, Leute. Bam! Und 2 Herzen noch. Läuft bis jetzt, ganz ehrlich, besser als erwartet, muss ich sagen. Da ist noch ein Coinblock, den ich kriegen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Coinblöcke kriegen kann. Und überlebe ich das? Wir warten mal, bis wir 3,5 oder 4 Herzen haben. Und... Bam, und da ist auch ein Gegner. Hi, habe ich dir den Block weggenommen, ne? Und, oh nein, ich konnte mich noch auf den Block retten, aber bin leider gestorben davon. Aber egal, ich habe ihn auch bekommen und dadurch 38 Coins gekriegt. Beschweren kann man sich dann haben. Oh, ich sollte aufhören, das zu sagen. Ich bringe den Satz jetzt nicht zu Ende. Das ist eigentlich schon, ne, das sagt man einfach nicht mehr. ja, okay, ich wollte gerade sagen, es wäre cool, wenn jemand unten ankommen könnte. Und jetzt ist jemand unten angekommen. So, und jetzt kann ich noch runterspringen, denn jetzt bin ich unverwundbar. Yes! Okay, war eigentlich gar nicht so cool. Okay, Leute, und die allerletzte Map. Momentan haben wir 570 Tokens. Kann man machen auf jeden Fall. Tschüss, gib mir mal ein bisschen von deinen Coins. Der überlebt einfach. Warte mal. Bam. Und tschüss. Nein, der hat mich auch gesehen. Was? Nein. Okay, das hat sich nicht gelohnt, Leute. Das war definitiv nicht worth it. Oh Gott. Oh, ich habe nicht gesehen, dass da ein Loch ist. Ich wollte da hinten hin zu diesem Coinblock. Aber jetzt schaffe ich das natürlich nicht mehr. Aber dafür kann ich ihn hier töten. Der hat nämlich... Ich glaube, das war der, der mich gerade gekillt hat. Ich bin mir nicht sicher. Bitte gib mir was Gutes. Absorption. Nice. Absorption. Das nehme ich gerne. Und ja, also Coins haben wir bis jetzt nicht so... Oh Gott. Oh Gott, gut, dass ich Absorption hatte. Nein, aber jetzt komme ich da nicht hin, oder? Schade, okay, das war dumm. Ich sollte mich vielleicht anstrengen, noch ein paar Coins zu kriegen. Ist halt so die Sache. Tschüss, kannst du sterben? Ich brauche noch mehr Coins. Dankeschön, Dankeschön. Wie viel kriege ich? 10. Ah, das ist ja nix. Das ist ja nix. Oh, könnte ich jetzt hier drauf springen, würde ich einfach da hinten zum Coinblock kommen. Aber es geht einfach alles nicht, Leute. Mann, vom hier sind die Blöcke alle so weit unten, dass ich kriege immer so viel Schaden gerade, wenn ich nicht springe. Das ist richtig schwierig. Okay, hier kann ich jetzt hin. Ach, Leute. Leute, ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich am Anfang so viele Coinblöcke bekommen habe. Aber jetzt gerade sieht es halt komplett schlecht aus. So, ich kriege hier gar keine Coinblöcke mehr. Und gar keine Kills oder sonst was und ich habe fast keine Coins. Ich habe 570. Ich dachte irgendwie, ich hätte mehr. Ich dachte, ich wäre schon bei 700 oder so, aber anscheinend irgendwie eher doch nicht. Schaffe ich das auf diesem Block hier? Ich versuche es einfach mal. Oh, das ging auch gar nicht, oder? Ich glaube, da war... Ich weiß es nicht genau. Aber egal. Egal, es geht jetzt... Wir haben jetzt 576 Tokens und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's ans Shoppen. Was? Wir holen uns erstmal ein Eisenschwert. Das muss drin sein. Dann eine Dia-Chestplate wäre natürlich auch nice. Dia-Hose ist auch drin. Sind wir Full Dia tatsächlich? Dia-Boots und... Ne, ein Dia-Helm ist leider nicht mehr drin. Da muss ich mir einen Eisenhelm holen. Und mehr haben wir tatsächlich nicht, ja? Wir haben jetzt noch 2 Steaks und das war's tatsächlich. Wir sind einfach... Wir haben volle Rüstung, aber wir haben nichts verzaubert und nur ein...
Ja, okay, nur ein Eisenschwert. Ein ganz normales Eisenschwert, halt nicht verzaubert und so. Oh Gott, ich bin gerade gesprungen. Ich darf ja immer noch nicht springen. Ich bin aus Gewohnheit gesprungen, aber egal. Es ist ja gerade kein PvP oder sonst was, weil ich darf ja im PvP jetzt auch nicht springen. Da muss ich dran denken, ey. Ich dachte, oh, ich habe da gar nicht dran gedacht. Ja, Ryan, Challenge nicht bestanden. Du bist in der Shoppingphase gesprungen. Kann mir jemand ein Schwert geben, habe keine Coins mehr. Ja, klar, klar. Ich mache mir jetzt auch demnächst Protection 4 oder so auf meine Chestplate und dann lasse ich mir ein Schwert schenken. Wieso nicht, ne? Gut, da geht das PvP auch schon los. Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind zum Glück überall Treppen, dann kann ich hier überall einfach hoch. Da ist schon der erste Gegner, der ist natürlich Full Dia. Ich muss jetzt vielleicht abstauben oder so. Ich muss mal gucken. Ich renne den jetzt einfach mal hinterher. Da sind ja zwei, die am Fighten sind, glaube ich. Oder hat der eine auch kein Equip und rennt einfach weg? Ne, die haben beide Full Dia. Ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen hier. Zack. Und jetzt mische ich mich einfach mit ein. Ja, genau. Und jetzt geht er direkt auf mich. Fightet ihr beiden mal lieber. Ich habe nur Kack-Equip. Ja, geht immer lieber aufeinander. Bam. Dann kann ich wen abstauben und krieg gutes Equip. Das wäre nice. Ihr habt auch alle was Verzaubertes, ne? Komm, stirb wer. Ja. Oh. Ja, ich habe den Kill sogar bekommen. Ich muss aber am besten weg jetzt. Ich will weg. Ich will weg. Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein, ich bin in der Sackgasse, weil ich nicht springen darf. Oh nein. Das heißt, ich muss jetzt gegen den fighten. Ich hoffe, der hat fast kein Leben. Bitte hab fast kein Leben, ja? Yes. Och, jetzt kommt der Nächste. Ich habe schon so Kack-Equip. Und. Okay, gut. Wir können uns jetzt ganz schnell hier bessere Chestplate und sowas anziehen. Aber jetzt habe ich nicht die anderen beiden Sachen, die Sachen vom anderen bekommen. Ganz schnell was essen hier. Ja, ich kann halt nicht vor dem wegrennen. Ich bin tot jetzt. Ich kann halt nicht vor dem wegrennen, weil ich nicht springen darf. Und wenn er springt beim Sprinten, dann ist er natürlich schneller als ich. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich habe 2 Kills tatsächlich geholt. Das ist schon mehr als erwartet. Das hätte ich nicht gedacht mit dem Equip, was ich hatte. Vor allem sonst sterbe ich immer Incident Getdown. Und als allererstes würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier raus. Dann stehe ich hier in die Lobby. Und jetzt springe ich erstmal. Oh mein Gott, Leute. Oh ja, geil, springen. Endlich, endlich kann ich wieder springen. Ich habe es so sehr vermisst, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Falls ihr noch eine Getdown-Challenge habt oder sonst was, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao.